in Trostau in Stuttgart steht die Mannfilter Innenraumfiltration im Vordergrund, was wir vor allem über das Standdesign, den großen sich drehenden Windrädern oder aber auch den Konstruktionsbögen in den Vordergrund rücken. Station 1 unseres Innenraumfilterparcours ist unser CU-Präsenter. Unsere Besucher können mittels einer USB-Mikroskopkamera tatsächlich sehen, wie fein die Partikel sind, die der Mannfilter filtert. An unserer zweiten Station des Innenraumfilterparcours finden wir unseren CUK-Kombifilter und können anhand unseres Schnüffelblocks sehen, wie die Geruchsabscheidung beim Mannfilter funktioniert, dass eben am Pollenfilter der Geruch noch durchkommt und bei dem CUK man nichts mehr riecht. Der Mannfilter-Innenraumfilter-Wechselwettbewerb rundet den Mannfilter-Parcours spielerisch ab. Wir wollen einfach zeigen, dass der Wechsel eines Innenraumfilters kein Hexenwerk ist, erst recht nicht durch die Einbauanleitung von Mannfilter. Das Spiel ist so aufgebaut, dass wir über einen Touch-Monitor die Motorhaube öffnen können, die Schrauben lösen können, den Innenraumfilter wechseln und somit durch das Schließen der Motorhaube hoffentlich die Bestzeit erzielt haben. Wie jedes Jahr versuchen wir zu unserer technischen Demonstration der Mannfilterqualität auch etwas Spielerisches zu bieten und haben uns dieses Jahr für unser Dosenwerfen bzw. unser Pollenabschießspiel entschieden, was unsere Besucher sichtlich erfreut und somit auch uns glücklich macht.